Hallo ihr Lieben, heute ist es soweit. Ich muss jetzt schon ganz tief durchatmen. Das geht mir den ganzen Tag schon so. Heute werde ich den ersten Geburtstag von meinem dritten Baby vorbereiten. Der kleine Mann wird morgen tatsächlich ein Jahr alt. Und ich kann das wirklich nicht fassen, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Es ist immer schnell gegangen irgendwie, aber ich habe das Gefühl diesmal ganz besonders und ich bin den ganzen Tag schon so unfassbar emotional angeknipst. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also so, ich bin immer emotional vor den Geburtstagen meiner Kinder. Ich war auch immer sehr emotional bei den beiden Großen, aber jetzt heute, das setzt dem Ganzen irgendwie nochmal die Krone auf. Ich bin permanent, steht mir das Wasser an der Oberkante meines Unterlids. Ich bin wirklich, am liebsten habe ich ihn heute den ganzen Tag an mich dran gedrückt. Es ist so schlimm heute und ich freue mich natürlich unfassbar auf den Tag morgen. Ich werde auch morgen strahlen und einen wunderschönen Geburtstag mit meinem Sohn feiern und den Tag auch wirklich selber genießen und zelebrieren. Aber es ist wirklich diesmal beim dritten Kind. Ihr macht euch kein Bild, wie es innerlich in mir aussieht. Und Gott sei Dank habe ich bisher heute super viel schon zu tun gehabt. Ich habe gestern, und wir werden morgen auch direkt mit Familie und so feiern, ich habe gestern schon die Torte gemacht, dass ich heute nicht alles wieder auf einmal machen muss. Die Torte seht ihr im nächsten Video. Also ich habe das jetzt so ein bisschen geswitcht, dass die Torte schon fertig ist. Und kleiner Spoiler, sie ist so toll geworden. Und ich freue mich jetzt schon so. Ich glaube, die wird auch geschmacklich diesmal wirklich richtig, richtig gut. Was ich auch noch gemacht habe, ich muss nachher hier unbedingt auch noch die Küche aufräumen. Aber ich habe auch schon vorgekocht für morgen. Denn ich möchte natürlich morgen, auch wenn wir die Gäste erwarten, klar gibt es dann noch so das ein oder andere zu tun. Aber ich möchte natürlich morgen nicht am ersten Geburtstag von meinem Kleinen noch so viel in der Küche vorbereiten. Deswegen habe ich auch schon die Kürbissuppe vorbereitet. Wir werden, also das Thema ist Herbst bzw. Kürbis, habe ich mir für den kleinen Mann überlegt. Und da passt auch die Torte da dazu, da passt natürlich auch die Deko gleich dazu und das Abendessen, also wir bestellen auch ehrlich gesagt gerne mal für die Kindergeburtstage, dass wir einfach große Partypizzen und so bestellen. Da freut sich vor allem auch immer mein Großer. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, so komm, zu dem Motto passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge, so einen richtig tollen großen Topf Kürbissuppe. Da habe ich jetzt hier schon, da habe ich nochmal einen Kürbis, habe ich jetzt hier schon so richtig schön einen riesen Topf voll. Das ist jetzt einfach nur, ja, Zwiebeln und Knoblauch. Oh, ein bisschen angeschwitzt und dann ist da zwei große Kürbisse drin und einige Tomaten. Oh, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, das riecht so gut. Und genau, das werde ich jetzt nachher einfach noch durchpürieren, noch so ein Schuss Sahne und so dazu. Oh, da schlägt es schon. Und noch abschmecken. Wenn ihr Kürbissuppe auch gerne so mögt, versucht mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da so eine Prise Zimt mit rein. Ist so, so lecker. Die werde ich auf jeden Fall nachher auch noch fertig machen. Dann muss ich die morgen nur noch warm machen und dann holen wir ein schönes frisches Brot noch vom Bäcker. Und ich habe auch so ein bisschen Antipasti und sowas gekauft. Dann ist das morgen auch relativ schnell fertig. Was ich morgen dann auch noch machen muss, ist den Kürbisstuten backen, weil ich erkläre es euch in dem anderen Video zur Torte auch noch, aber ich sage es jetzt auch noch mal kurz, die Geburtstagstorte wird der Erik nicht probieren dürfen, weil die ist voller Zucker und deswegen backe ich morgen noch einen Kürbisstuten, dass das auch so ein bisschen ins Thema passt. Das ist so ein süßliches Hefeteigbrot und da werde ich statt Zucker Erythrit nehmen, da ist aber wirklich sowieso eh nur ganz wenig Süße drin und das darf er dann essen, das muss ich aber morgen frisch machen, weil ich finde Hefeteig, ja, schmeckt irgendwie immer nur frisch ganz besonders gut. Aber das ist auch nicht viel Aufwand. Die meiste Zeit ist ja gehen. Das mache ich dann in meiner Küchenmaschine. Das passt. Und ja, jetzt habe ich hier schon, alle Mann habe ich jetzt gerade hochgeschickt, dass ich jetzt hier noch so ein bisschen wuseln kann. Hier liegen schon die Geschenke, die werde ich gleich noch verpacken. Und hier unten habe ich mir schon alles hingelegt. Da werde ich gleich auch noch die Deko vorbereiten, dass ich das heute Abend nicht machen muss, sondern dass wir die dann einfach nur noch aufhängen müssen. So habe ich es mir jetzt zumindest gedacht. Das heißt, ja, jetzt ist wirklich noch einiges zu tun. Was mache ich jetzt zuerst? Mache ich jetzt zuerst die Ballongirlande oder packe ich jetzt erst schnell die Geschenke ein?
Nee, ich glaube, ich mache erst die Ballongirlande, weil die Ballons so zusammenknoten. Ja, das ist immer das, was ich immer nicht ganz so gerne mache, weil das tut irgendwann so an den Fingern weh. Aber nichtsdestotrotz liebe ich es, wenn das dann hier hängt. Und gerade jetzt mit dem Motto, oh, jetzt mit diesem Motto Herbst, ich glaube, das wird nachher so, so schön hier aussehen. Ich verlinke euch auch gerne alles, was ich für den kleinen Spatz an Geschenken gekauft habe und auch die Deko werde ich euch unten verlinken. Es gibt so schöne Sachen zu diesem Motto Herbst und Kürbis. Also richtig schön. Ich zeige euch gerade mal. Ich habe mir hier so ein Luftballonset gekauft. Da muss ich allerdings dazu sagen, da war noch so eine andere Farbe dabei. So ein Roseton, finde ich, hat überhaupt nicht reingepasst. Dafür habe ich jetzt noch ein paar rote Ballons reingepackt. Also ist richtig schön braun und gold. Und also das werde ich jetzt gleich noch vorbereiten. Dann gibt es natürlich die obligatorische Folienzahl in so einem, ja, auch so Orangeton. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Folienballons gefunden. Also da findet man total viel, weil das natürlich auch oft so für Thanksgiving benutzt wird. Da habe ich jetzt aber geguckt, dass da eben, ja, nicht irgendwie Thanksgiving, sondern dass es wirklich rein Herbst ist. Aber Gott, schaut euch mal diese wunderschönen Kürbisfolienballons an. Oh mein Gott, ich flippe aus. Und dann gibt es hier noch so schöne Herbstblätter. Oh Gott, ich glaube, das wird mega aussehen. Schaut mal, das hier noch und so eine Eichel. Alles zweimal. Boah, das wird... Also, wenn nur allein deswegen werde ich... Nee, nicht allein deswegen werde ich morgen strahlen. Das wäre jetzt gelogen. Ich strahle natürlich, weil mein Baby morgen seinen Ehrentag hat. Und aber mit der Deko versüße ich mir das natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen. Genau, und dann gibt es hier... Habe ich noch ein anderes Set gekauft... Also hier ist noch, oh mega, das habe ich auch gar nicht gesehen. Das ist die erste Happy Birthday Girlande, die schon fertig gefädelt ist. Oh mein Gott, ich muss das nicht mehr selber machen. Das habe ich auch noch gar nicht entdeckt. Das ist ja cool. Oh ja, perfekt. Da ist schon überall der Faden durchgezogen, ich glaube es ja nicht. Cool. Also hier ist auch so mit wunderschönen Blättern, aber das seht ihr nachher auch aufgehängt und dann kommt hier eben das Happy Birthday und genau, das hängen wir dann noch auf und dann war da auch noch dabei und das finde ich auch richtig schön. Da werden wir aber nicht alle von nehmen, weil ich glaube, das wird sonst zu viel. Ist denn da eins, was ich euch mal zeigen kann? Moment. Davon möchte ich nicht alle nehmen. Hier. Ah, jetzt hier. Genau, und zwar sind das so, hängen da unten auch immer so andere Anhänger dran. Da gibt es auch Kürbis noch und genau, Kürbis und auch hier noch so ein Happy Birthday. Und dann ist das, genau, die muss man noch lösen. Oh, ich glaube, das sieht richtig schön aus, wenn das dann so von der Decke runterhängt. Also was hat man, meine ich, beim Nino beim ersten Geburtstag auch. Meine ich. So ähnlich. Schaut mal. Und dann hängt das so von der Decke runter. Und dann wandelt das so da drunten rum. Schön. Sieht cool aus. Ja, das hängen wir dann aber erst heute Abend auf. So ein paar noch davon. Sehr cool. Und ja, ansonsten bin ich natürlich mit meinen Gedanken permanent, was war heute vor einem Jahr, so wie ich es immer mache. Und ja, weiß noch, dass, also heute vor einem Jahr exakt habe ich diese Federwiege für mein Baby aufgebaut. Die Kinder waren in der Kita, genau, und da habe ich mittags diese Federwiege aufgebaut. Und ich weiß noch, ich wollte mich mittags hinlegen und... Dann habe aber den Tag über immer mal wieder schon so, immer mal so eine Wehe gehabt. Und die haben sich aber an dem Tag schon so ein bisschen anders angefühlt wie sonst. Und ich weiß noch, ich lag mittags im Bett und wollte mich eigentlich ausruhen. Und habe dann aber so Hummeln im Hintern bekommen, dass ich gedacht habe, nee, komm jetzt,
irgendwie konnte ich nicht schlafen und erledige lieber noch irgendwas. Dann habe ich noch Wäsche zusammengelegt und verräumt und irgendwie so, ja, war so ein bisschen unruhig den ganzen Tag schon. Wir waren nachmittags auch noch mit den Kindern Winterschuhe kaufen, weil das irgendwie gerade auch in dem Tag auch gepasst hat. Und auch da hatte ich schon immer mal wieder leichte Wehen. Ich meine, das habe ich euch auch, ich habe ja gevloggt. Jede Woche habe ich ja einen Vlog gemacht und dann immer so ein bisschen zusammengeschnitten. Und da habe ich das auch erzählt, dass ich ja mich hinlegen wollte und aber da nicht mehr schlafen kann. Und dann hatte mein Mann abends Männerabend und saß hier auch schon auf der Couch, habe gesagt, bitte guck, dass du erreichbar bist, man weiß ja nie und so weiter. Und lag hier auf der Couch, die Kinder waren im Bett und dann habe ich gemerkt, die Wehenabstände, also es wird schon, jetzt geht die Kaffeemaschine aus, wird schon, also nicht, dass es schon irgendeine Regelmäßigkeit hatte, aber die Abstände sind schon deutlich kürzer geworden. Also vorher war es, keine Ahnung, alle 2 Stunden mal eine oder so. Und dann war es irgendwie schon so, dass ich gedacht habe, so alle 30, 40 Minuten mal so eine. Aber noch nichts Wildes, dass ich irgendwas veratmen musste oder irgendwie. Und dann ist das aber richtig, ja, immer regelmäßiger geworden. Und ich meine, um 9:30 oder 10 abends habe ich dann, da wollte ich mich gerade bettfertig machen, da habe ich dann den, ich glaube, es geht zur Geburt los, Vlog angefangen. Lag ich 2 Stunden im Bett mit Wehen und habe dann gedacht, nee. Die Abstände, die werden so regelmäßig. Ich glaube, das geht Richtung Geburt. Ja. Und dann, ein paar Stunden später, war der kleine Mann da. Und das ist einfach ein Jahr her, liebe Leute. Das kann doch nicht sein. Mein kleines Baby. Oh. Ich packe den Tag heute irgendwie emotional nicht. Naja, okay. Also, jetzt habe ich euch schon voll lang voll gequatscht und habe noch nichts gemacht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier meine heißgeliebte Ballonpumpe, weil ich werde die ganzen Ballons nicht manuell aufpusten, sondern beste Anschaffung ever. Werde ich die jetzt hier schnell aufpusten lassen und dann hier meine Girlande formen und danach zeige ich euch noch, ja, was der kleine Mann von uns zu seinem ersten Geburtstag kriegt. Schaut euch mal bitte diese wunderschöne Farbkombi an. Oh mein Gott, also wenn das nicht Herbst schreit, weiß ich auch nicht. Dann haben wir jetzt hier diese wunderschöne 1 und dann habe ich von diesen jetzt mal jeweils nur einen aufgepustet, das ist der Kürbis. Und die anderen, ja, schauen wir mal. Ich will es ja auch nicht zu sehr überladen, aber das kann man dann heute Abend zur Not noch ergänzen. Dann hier die Girlanden und diese Teile hier. Das kommt ja dann auch erst heute Abend, wenn alle Kinder im Bett sind. Aber schaut euch diese Farben an. Oh mein Gott, ich liebe es. Ach, jetzt habe ich das schon mal geschafft. Und jetzt zeige ich euch noch die Geburtstagsgeschenke. Ist ja gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer. Gar nicht so leicht. Beim dritten Kind des gleichen Geschlechts, da in dem Alter, wo ja noch keine eigenen Interessen sozusagen da sind, was zu finden, weil klar, ich meine, der Erik, der spielt natürlich auch mit den Spielzeugen von den Großen. Ich meine, wir haben hier, hat man gerade auch gesehen, diesen Motorikwürfel steht, den hat er nie nur zum ersten Geburtstag bekommen. Da hat der Leo schon mitgespielt, da spielt jetzt der Erik mit. Ne? Also er hat ja schon viel, aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich nicht nur sagen, okay, komm, er kriegt Betrag X und dann kommt es eben, keine Ahnung, aufs Sparbuch oder sowas. Das wollte ich dann jetzt irgendwie auch nicht. Ich denke, ich habe jetzt was Cooles gefunden, was er auch wirklich eine ganze Weile nutzen kann. Und ja, wo dann wirklich, ja, denke ich, eine schöne Sache ist. Und zwar habe ich mich jetzt für Stapelsteine entschieden. Und zwar gibt es, ich glaube, die sind wirklich ganz neu. Die gibt es jetzt in so Mini. Und die sind ja wirklich, also diese Originalstapelsteine, das ist ja wirklich nicht günstig.
Da gab es jetzt eine coole Aktion, wie gesagt. Und ich glaube echt, diese kleinen, die sind relativ neu. Da haben wir uns jetzt hier für diese Regenbogenfarben entschieden. Die gibt es ja auch in Pastell. Und wie gesagt, das gab es gerade so eine Aktion. Da gab es diesen limitierten Stapelstein in Konfetti, den man so auch nicht kaufen kann. Den gab es dann noch umsonst mit dazu. Also das bekommt er. Das werde ich jetzt gleich noch verpacken. Also mit denen kann man ja unendlich viel spielen. Also von Stapeln über drüberlaufen, Parcours, von irgendwas mit Farben sortieren, drauf sitzen, was weiß ich. Also das denke ich, da wird er sich hoffentlich drüber freuen. Und dann bekommt er noch, die kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht und ich frage mich warum, weil das ist so toll. Und zwar kriegt er noch hier diesen Betonmischer aus Holz. Ich muss den euch jetzt auch nochmal gerade zeigen. Ich habe den gestern schon ausgepackt. So schön, weil mir ehrlich gesagt dieses ganze Plastikspielzeug, also ich gucke immer schon, dass wir hier nicht nur irgendwelches Plastikspielzeug haben, aber der hier, der ist komplett aus Holz, bis auf diese Gummiräder, dieses Teil hier, das kann man natürlich auch drehen, wo der Beton drin ist. Das Männchen könnte man auch rausnehmen, das ist hier unten so reingeschraubt, aber das lassen wir natürlich erstmal drin. Und davon gibt es so viele tolle Fahrzeuge und das ist so schön, so eine coole Größe auch für den Erik. Und ja, wenn ihm das jetzt gut gefällt, dann weiß ich definitiv schon, was da unterm Weihnachtsbaum für den Erik liegen wird, weil da gibt es echt richtig schöne andere Fahrzeuge noch, von Feuerwehr über ein Traktor, über Müllauto, über weiß ich nicht. Also ich verlinke den euch mal gerne. Schaut da wirklich gerne auch mal noch vorbei. Weil, also das finde ich mal sehr, sehr schön. Von den Farben her super schön. Richtig tolles, schweres Holz. Sehr, sehr schön. Also das bekommt er von uns. Dann habe ich ihm hier noch so ein paar Snacks geholt. Von freche Freunde. Das fand ich so niedlich, weil es irgendwie so nach Geburtstag aussieht. Dann habe ich hier noch, passend jetzt zur Jahreszeit, Pflaume, Apfel, Zimt. Und hier so Knusperschnitten in Kürbis, Banane. Die hat der Leo damals auch schon so gerne gegessen. Und dann habe ich hier noch aus den Babyclubs von Rossmann zum ersten Geburtstag, da ist, meine ich, so ein Halstüchle drin. Gab es damals bei Leo und Nino noch nicht. Also das sehe ich dann jetzt auch zum ersten Mal. Und bei DM gibt es immer hier von Duden diverse Bücher. Das ändert sich auch immer mal. Der Nino hatte damals zum ersten Geburtstag meine Sinne bekommen. Und beim Leo, weiß ich nicht, müsste ich mal oben im Bücherschrank gucken. Aber jetzt hier entdecke die Tiere. Ist auch süß gemacht, genau. Das werde ich jetzt noch verpacken. Geschenkpapier ist dieses. Jedes Mal, wenn ich schönes Geschenkpapier brauche, finde ich es nicht. Aber ich finde, na gut, das hier mit den Fliegenpilzen. Ich denke, das wird ganz niedlich aussehen. Und ja, Servietten habe ich noch für die Kaffeetafel morgen. Genau, dann werde ich das jetzt verpacken. Und den Rest dann nachher, wenn alle Kinder im Bett sind. Genau. Ich glaube, um diese Zeit jetzt, das ist schon kurz nach 17 Uhr, waren wir gerade noch Schuhe kaufen. Und danach habe ich mit den Kindern Abendbrot gegessen. Mein Mann war da schon weg. Oh Gott, Leute, das kann doch nicht sein, dass das ein Jahr her ist. Das gibt's doch einfach nicht. Das, ja. Wer ist da auch so sentimental von euch? Ich bin da wirklich voll in meinem Film, den ganzen Tag schon. Aber es wird ein schöner Tag morgen. Es wird ein schöner Tag. Er wird emotional herausfordernd für mich, aber auch im positiven Sinne. Ich nehme Abschied vom. Er wird immer mein Baby sein. Alle meine Kinder werden immer meine Babys sein. Aber es ging so schnell. Es ging einfach so schnell. Heute Morgen bin ich aus Versehen in meinem Handy, in meiner Galerie, ein Jahr nach hinten gerutscht. War nicht gut. Wie klein er war. Wie süß und klein und frisch. Oh. Mit Geschenke packen bin ich jetzt auch fertig. Das hat perfekt gereicht mit dem Geschenkpapier. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, das Erinnerungsbuch für den Erik beginnen
zwar ist es natürlich keins über das erste Babyjahr. Das wäre jetzt ein Tag vor seinem ersten Geburtstag. Ja, etwas unsinnig, das anzufangen. Nein, ich habe für alle meine Kinder, das verlinke ich euch auch mal gerne, weil es so schön ist, ein Erinnerungsbuch über alle Kindergeburtstage vom 1. bis zum 12. Kindergeburtstag. Und das ist so schön gemacht. Hat man hier am Anfang, kann man ausfüllen, also wer hat das Buch ausgefüllt und dann eben auch so eine kleine Widmung rein. Dann die Geburt, ne, kann man da so ein bisschen zusammenfassen. Was ich auch eine super schöne Seite finde, oder Doppelseite, ist die hier, wo man wirklich so ein Bild vom Geburtstagskind, vom Geburtstag, und dann einfach so auf einen Blick sehen, wie sich die Kinder ja von Jahr zu Jahr verändert. Also bei Nino war das enorm, wie man das so ja einfach gesehen hat. Da ist mir einfach auch nochmal ja so bewusst geworden, wie klein er eigentlich zu manchen Geburtstagen jetzt rückblickend noch war, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist der schon groß. Wahnsinn. Und dann halt wirklich für jeden Geburtstag, ne, kann man hier seine guten Wünsche schreiben, dann den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen, dann dokumentieren, was hat man für Geschenke bekommen. Hier können alle Geburtstagsgäste einen lieben Wunsch da lassen. Dann Fotos von den Gästen, Fotos von der Geburtstagstorte und dann auch noch eine Doppelseite mit ja, generell Bildern von dem Tag. Und so eben zieht sich das durch alle 12 Geburtstage. Und da werde ich jetzt ja, beginnen. Ja, vorne die Widmung reinschreiben und ja, das von seiner Geburt. Und dann den Rest dann natürlich morgen dann nachtragen und dann natürlich auch die Gäste dann gleich reinschreiben lassen, ihre guten Wünsche. Und das kommt dann morgen auch direkt noch mit auf den Geburtstagstisch und dann im Nachgang werde ich dann die ganzen Fotos natürlich dann noch einkleben. Emotional, emotional.